Wenn du auf der Suche nach einem cleanen Cockpit bist, dann kommst du an der integrierten Kabelführung durch den Steuersatz nicht vorbei. ICR steht für Integrated Cable Routing. In diesem Video zeigen wir dir, welche Arten es von ICR-Steuersätzen gibt, welche Eigenschaften diese mit sich bringen und wer am Ende wirklich von der integrierten Kabelführung profitiert. Hi, ich bin Marian von Acros und wir schauen uns jetzt einen Steuersatz mit integrierter Kabelführung etwas genauer an. Bei ICR-Steuersätzen hat das Unterteil keine Besonderheit. Die Integration findet ausschließlich am Steuersatzoberteil statt. Hier werden die Kabel durch das Lager in den Rahmen geführt. ICR-Steuersätze gibt es als IS- und als ZS-Variante. Die Unterschiede zum herkömmlichen Steuersatz liegen dabei nur im Deckel und dem Zentrierring. Der Zentrierring führt die Kabel zwischen dem Lagerinnenring und dem Gabelschaft hindurch und wird mit einer zusätzlichen IPS-Dichtung versehen. Grundsätzlich unterscheidet man drei Arten, wie die Kabel durch den Steuersatz herausgeführt werden. Je nach Variante ist der Steuersatzdeckel, die Spacer und der Vorbau speziell geformt. In der ersten Variante verlaufen die Kabel innerhalb der Spacer über das Topcover, welches sich unter dem Vorbau befindet, nach außen. Bei der zweiten Variante werden die Kabel durch den Steuersatzdeckel innerhalb der Spacer durch den Vorbau nach außen geführt. Die dritte Variante ist unser Open-Mode-Deckel mit Plugs, durch die die Kabel nach außen geführt werden. Auf diesen Steuersatzdeckel können die beiden anderen Varianten umgebaut werden. So kannst du runde Spacer und einen beliebigen Vorbau fahren. Die integrierte Kabelführung kann unter bestimmten Voraussetzungen mit weiteren Steuersatztechnologien kombiniert werden. Die erste Technologie ist der Block-Lock-Steuersatz, also ein Steuersatz mit Lenkanschlag, der im Unterteil verbaut wird. Die zweite Technologie ist eine Kombination aus der integrierten Kabelführung und einem Winkelsteuersatz. Bei dem Winkelsteuersatz handelt es sich um einen IS-Steuersatz, der nur für ganz bestimmte Rahmenplattformen wie zum Beispiel das Scott Spark oder dem Focus Jam Square SL verwendet werden kann. Auch wenn es kompliziert und aufwendig erscheint, die Kabel durch das obere Lager zu verlegen, bringt die ICR-Technologie einige Möglichkeiten mit sich. Ganz klar kommt man um eine integrierte Kabelführung nicht drumherum, wenn man ein möglichst cleanes Cockpit ohne viel Kabelsalat haben möchte. Mit integrierter Kabelführung sind die Leitungen kürzer und verlaufen nah am Lenker direkt in den Steuersatz. Dadurch können sich lange Kabel nicht verfangen und abreißen oder zu störenden Geräuschen führen. Im Rennrad- und Gravel-Bereich wird die ICR-Technologie schon weitaus länger angewandt, da hier die versteckten Kabel zur besseren Aerodynamik beitragen. Außerdem stören beim Bikepacking keine Kabel beim Montieren von Lenkertaschen. Die Integration der Kabel macht die Montage natürlich etwas aufwendiger. Für mehr Zeit auf dem Bike statt an der Werkstatt haben wir ein zusätzliches Dichtungskonzept entwickelt und empfehlen unser No-Catch-Up-Steuersatzfett. Unsere doppelt gedichteten Steuersatzlager werden zusätzlich von der IPS geschützt. Die Drag-Seal am Steuersatzdeckel und die Gummiplugs, die sich um die Leitungen schmiegen, verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Das Fett ist der letzte Bestandteil des Dichtungskonzepts und wird auf das Lager und die IPS aufgetragen. Das Fett dient der Schmierung und bietet zusätzlichen Schutz und muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Sollte dein Steuersatz verschlissen sein, kannst du diesen bei uns im Webshop nachbestellen und bekommst je nach Ausführung die folgenden Bauteile. Ein hochwertiges Edelstahllager zu erkennen an der roten Dichtung, eine IPS für zusätzlichen Schutz, ein Zentrierring für die Kabelführung und das No-Catch-Up Steuersatzfett. Wenn du noch Fragen zur Technologie der integrierten Kabelführung hast, dann melde dich doch gerne bei uns. Die Kontaktdaten findest du hier unten in der Videobeschreibung.